Hallo und herzlich willkommen. Donnerstag, Messeaufbautag auf dem Caravansalon 2023. Natürlich mit Jan Herzog. Grüß dich, Jan. Natürlich, hallo. Ja, wir haben dich aus Lettland eingeflogen. Du wirst ab morgen mit Simone, du bist Kamerafrau und wirst mit ihr interagieren bis auf der Messe. Und wir werden noch festlegen, was wir ist. Heute hast du gesagt, komm, ich will unbedingt mit Andreas mal rein filmen. Ja, da konnte ich ja nicht Nein sagen. Ne? Er guckt schon im Hintergrund, ja, genau. Ich mache hier Männeke hinter euch, aber ich glaube, sie hätte schon Nein sagen können. Echt? Oh, ist schon netter, der Andreas, ja. Das ist eine Weltneuheit und hier siehst du also an den ganzen Post-its drauf, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber morgen, wenn die Messe, der Fachbesuchertag aufgeht, der Pressetag aufgeht, am Freitag, da wird alles schön sein, oder? Ja, also bis dahin haben wir die Post-its auch abgearbeitet. Wahrscheinlich ist das hier eine Verkabelung, das heißt, da ist noch keine Kabel drin und so. Nein, Quatsch, das ist halt alles, was der Messebauer jetzt hier bei dem Auto halt jetzt angepickt hat, was generell den Messestand betrifft. Hat gar nichts mit dem Auto als solches zu tun. Aber du hast recht, es ist eine Weltneuheit. Karthago geht hier ganz massiv jetzt in den 3,5-Tonnen-Markt rein. 3,5 Tonnen? 3,5 Tonnen, ganz genau. Das dürfte die Jan fahren? Das dürfte die Jan fahren, auf jeden Fall. Das ist ein richtiges 3,5-Tonnen-Auto mit auch noch einer Zuladung, wo man sagt, ich kann auch ein bisschen mehr mitnehmen, wie eine Scheckkarte und ein paar Schwimmhosen. Was hat der denn Zulauf? 500? Ja, der wird so um und bei 500 Kilo liegen. Der Teilintegrierte auf Fiat hat ungefähr 2950 Kilo jetzt in etwa. Und der liegt bei 3080 oder 85 Kilogramm auf Fiat. Der Mercedes ist immer ein Tacken schwerer, ist aber auch ein Tacken teurer. Klar, für mehr Geld kriegst du noch mal ein bisschen mehr Kilogramm an Wohnmobil. Ja, es kommen ja demnächst alternative Antriebe. Das ist noch nicht genau ausdefiniert, was damit gemeint ist. Das heißt, könnte sein, wenn es dann ein Hybridantrieb gibt von Fiat, dass man dann auf 4,25 oder irgendwas gehen könnte. Aber hier die 3,5 Tonnen, Megathema, Österreich. Du kannst so schnell fahren, wie du willst. Das ist auch ein Vorteil. Also nicht hier festgetackert bei 100 oder 110, sondern du kannst auch mal 130 fahren. Genau, also hiermit kannst du fahren, wie du jetzt gerade Lust hast, sage ich jetzt mal so, von der Höchstgeschwindigkeit. Wobei die richtige Reisegeschwindigkeit für so ein Auto ist jetzt auch dann 120, sage ich jetzt mal so. Aber der 120 geht? Der geht auch 115, 160 oder 150, der geht der auch. So, der ist sehr windschnittig. Das ist eine Besonderheit bei Karthago. Ihr habt ein sehr übersichtliches Cockpit. Wo wurde denn hier gespart? Also irgendwo muss das Gewicht ja herkommen. Ja, also wenn man nachher, ich sag mal, sich so im Fahrzeuginnenraum mal so ein paar Sachen nochmal anguckt und nimmt mal so ein oder andere Klappe weg, wo man normalerweise eben nicht hinguckt, da sieht man, dass man hier wirklich im Leichtbau die Hinterfräsung von manchen Möbelteilen halt extremst vorgenommen hat. Das ist viel Arbeit, oder? Das ist extremst viel Arbeit. Das ist unglaublich aufwendig. Man hat wirklich alles, was da ist, gewichtstechnisch nochmal auf den Prüfstand gestellt und hat am Ende des Tages wirklich alles gewichtsoptimiert dargestellt. Es gibt auch für dieses Fahrzeug, ich sag mal so ein, nicht Leichtbaupaket, aber das ist halt ein Paket, da spart man ca. 39 Kilogramm, kostet irgendwie 1490 Euro, wo man nochmal Kilogramm spart beim Fahrzeug. Also. Viele gehen ja hin, verzichten dann auf den Klimaspeicher-Doppelboden. Ja. Ist das hier der Fall? Nee, um Gottes Willen. Also ein Karthago ohne Klimaspeicher-Doppelboden wäre kein Karthago mehr. Das ist ein fest verwurzeltes DNA-Merkmal unserer Fahrzeuge. Und deswegen werden wir immer ein Fahrzeug mit Klimaspeicher-Doppelboden bauen. Das ist so. Das ist wichtig, weil ansonsten wärst du in einer anderen Klasse. Und das muss man sagen, hast du verstanden, was wir gesagt haben, John? Wenn ich jetzt nicht wüsste, was wäre das jetzt? Der Klimaspeicher-Doppelboden ist. Wir haben halt da unten diese Grundplatte und darüber hinaus bauen wir nochmal eine Laufplatte drauf. Und das Stückchen, was dazwischen ist, ist quasi jetzt so der Kellerraum vom Fahrzeug. Und in diesem Kellerraum verbauen wir dann alles, was Fahrzeugtechnik zum Beispiel ist, Wassertank, Abwassertank etc. Aber auch die schweren Dinge werden dort eingebaut. Somit habe ich einen sehr niedrigen Schwerpunkt bei unseren Fahrzeugen. Und deswegen fahren die sich auch so handlich in Verbund. Dann natürlich mit dem Alco-Tiefrahmenschaft, was wir haben und unserem Karosseriebaukonzept, unserem Möbelbaukonzept, fährt sich so ein Auto wirklich wie ein Pkw. Also fährt sich wirklich wie ein Pkw. Und das ist, du steigst ein, auch das Geräuschniveau beim Fahren, da ist jetzt der neue Fiat drin. Der, ich sag mal, Fiat, Mercedes, für viele ist das keine Frage. Die sagen, ich nehme sofort einen Mercedes. Die sind vielleicht noch nie einen Fiat gefahren. Ja, ich weiß, du bist ja der ganz große Fiat-Fan. Ich bin Fiat-Fan, bekennend. Ist alles gut. Ich bin ja der große Mercedes-Fan, wobei am Ende des Tages ist es mir egal. Wir haben jetzt, ich kann das jetzt echt mal vorwegschieben, das Video geht aber erst auch nach der Messe online. Wir haben jetzt einen großen Vergleichstest gemacht und der war, also nur ging es wirklich nur um die Chassis und der war so
eng aneinander. Ich habe gedacht, der wäre viel eindeutiger für den Daimler. Das war es nicht. Du hast mit verbundenen Augen bist du das Auto gefahren und musstest dann anschließend testen, wer ist der Mercedes, wer ist der Fiat. So war es doch, oder? Auf der Autobahn, auf der A13. Ich schwöre dir, ich hätte an der Haptik des Lenkrads, hätte ich schon gemerkt, welcher der Mercedes ist. Du merkst schon wieder, wie verliebt ich bin. Nein, aber es ist tatsächlich so, punktemäßig war es wirklich ein Gleichstand und wir haben uns dann noch was ganz Schlimmes ausgedacht und da hat dann der Mercedes einen Punkt noch geholt, aber man muss fair sein, eigentlich wäre es Gleichstand gewesen. Ist das wirklich so? Denn das Chassis ist eh ein Alco-Chassis bei beiden, oder? Ja, beides ist dann Alco, was dahinter geschraubt wird. Vorne hast du halt dann entweder weiße oder schwarze Pferde, sprich Fiat oder Mercedes-Benz. Schwarze Pferde. Ja, so. Ja, bei Enzo Ferrari. Ne? Die Pferde, Enzo Ferrari. Die Pferde sind vorne und die Kutsche ist hinten. Gut, mach mal bitte auf. Genau. Warte ganz kurz, bevor wir in die Heckgarage gehen. Wir haben hier beim C-Tourer 145 haben ein ganz neu gestaltetes Heck halt dementsprechend. Wenn du das jetzt gleich vergleichst, zum Beispiel mit dem hier, des 149ers, da siehst du, dass die umlaufenden Linien halt so sind und die Lichter da aufgebaut sind. Jetzt hier beim 145er ist eben das Heck ganz neu, ähnlich wie beim C-Line und beim E-Line und S+. Das heißt, das ist also jetzt eine Außengewölbe. Dadurch bekommen wir ungefähr 10 cm mehr Innenraum, die wir dann natürlich wieder für den Möbelbau verwenden. Ah, das habe ich bei anderen auch gesehen. Die haben das nämlich aufgebaut. Und das ist, weil wir hatten eben noch das Thema, es gibt ja keine großen Neuerungen mehr. Und dadurch, dass du den nach innen jetzt wölbst und nicht nach außen, kriegst du 10 cm. Das ist eine Welt. Ganz genau. Die haben wir dann innen drin für Möbelbau, haben wir die zusätzlich zur Verfügung. Hier kommt es insbesondere dem sogenannten Raumbad. Ja, der ist aufgeschlossen. Dem sogenannten Raumbad zugute. Hat der eine Garage? Ja, die für 3,5 Tonnen. Und natürlich der Garage, weil das hier sind 1,35 Meter. Also von hier gemessen bis da gemessen sind 1,35 Meter. Natürlich muss ich Treppenlift und jetzt hier, wo jetzt die Rückleuchten dann drin sitzen, nochmal mit rausradieren. Aber das ist gar klarer Zugewinn an Stauraum und an Möbelraum innen drin. Das ist ja krass. Steig mal rein bitte, Jan. Jan, ich bin schon dabei. Jan, bin ich froh, dass du dabei bist. So, und da sieht man das sehr schön. Geh mal ganz nach hinten bitte. Bitte robb dich mal ganz nach hinten. Und das ist so krass viel Platz bei 3,5 Tonnen. Ja. Das heißt, du kriegst einen Roller rein, du kriegst eine Harley rein, du kannst alles reinladen, ohne die Zuladung zu. Ja, also da lassen wir jetzt mal die Kilos weg. Genau, platzmäßig kriegst du auch deine Harley hier rein. Ja. Okay, sehr schön. Ja, dann komm noch mal raus. Eine Besonderheit hierbei ist, dass viele, die ja damit in großen Spanienurlaub fahren, mit einem Nachläufer arbeiten. Das heißt, also die kaufen sich einen kleinen Anhänger, machen den hinten dran. Das würdest du auch empfehlen. Also wenn man jetzt auf große Weltreise geht, dann kleiner Anhänger hinten dran, oder? Ja, also Anhänger kannst du hier dranhängen. Der hat noch eine gescheite Anhängelast halt dementsprechend. Die liegt um und bei 2 Tonnen, weil der kommt nicht in die Begrenzung der 6-Tonnen-Regelung rein. Von daher kann man hier auch wirklich einen PKW mit in den Urlaub nehmen, wenn man nach Spanien. Es wäre, wenn du mir das jetzt nicht erklärt hättest, ja, mit der Heckmaske. Da hätte ich jetzt gesagt, ja, schönes Design, nett gemacht. Nein. Aber das hat einen richtigen Sinn, oder? Ja, genau. Das war für uns der Schlüssel, eben den Innenraum auch nochmal vom Möbelbau und von der Dimensionierung nochmal neu zu gestalten. Und somit haben wir halt diesen, ich sag mal, unglaublichen Raumeffekt in dem Fahrzeug bekommen. Sehr schön. Ja, ich lerne heute richtig dazu, muss ich sagen. Denn die 2024er Modelle, da haben sich die Leute richtig viel einfallen lassen. 3,5 Tonnen, da wird ja denn oft Abstriche gemacht. Dieser Klimaspeicher-Doppelboden, der ist einfach vorhanden. Das bedeutet, das Ding ist frostsicher. Hat es denn auch eine alte Heizung? Nee, das hat keine alte Heizung. Die ist auch zumindest im Moment noch nicht schieben können. Aufpreisoption drin. Gibt es hier auch nicht gegen Aufpreis. Der hat eine Truma-Heizung drin, ganz genau. Wie gesagt, der Boden hier ist mit 250 Kilogramm belastbar und wie bei jedem Karthago ist die Zentralelektrik, der Hauptschalter ist aus, die Zentralelektrik ist hier hinten rechts verbaut. Das heißt, da sind die Ladegeräte drin. Da sind 220 Volt und 12 Volt Steckdosen drin, sodass die E-Bikes auch hier dementsprechend geladen werden können. Das ist, ich sag mal, ein mega geiles Auto. Bleib mal genauso sitzen, dass ich mal sehe. Also da könnt ihr mal sehen, das ist die Heckgarage und da kriegst du wirklich große Motorräder rein. Es gibt ja heute gerade von Suron, die ich heute dabei habe. Die wiegt nämlich nichts, wiegt nur 90 Kilo. Die kriegst du da rein und die kriegst du aufrecht auch rein. Ich habe eben übrigens Spaß gemacht. Je nachdem, welches Auto wir filmen, fände ich entweder die Alde ganz toll oder die Truma. Die beiden geben sich gar nichts. Also die Truma mittlerweile so leise,
Sie ist schneller wie die alte, muss man auch dazu sagen. Ja, das ist so. Also klar, hat eine Warmwasserheizung hat immer einen gewissen Vorteil gegenüber der Warmluftheizung. Ja, vom Raumklima ist es schon ein angenehmeres. Aber bis ich die Warmwasserheizung erstmal aufgeheizt habe, geht viel Energie in das Wasser rein, bevor es die Wärme abgibt. Du hast den Doppelboden, der bläst ja die warme Luft in den Doppelboden. Ja, hier warme Heizung, also Heizung angemacht, warme Luft, das ist innerhalb von ein paar Minuten, ist es warm. Und wir haben ja bei Karthago einen Wandaufbau, der ist Alu außen und Aluminium innen und dazwischen sind 38 mm RMT-Schaum und das Aluminium innen drin strahlt die Wärme halt sehr gut wieder nach innen ab und somit haben wir diesen On-Off-Effekt, den du bei vielen anderen Fahrzeugen hast, die mit einer warmen Luftheizung ausgestattet sind, den hast du halt nicht. Da heizt die Heizung, dann findest du es auf einmal zu warm, geht die aus, zwei Minuten später denkst du, jetzt könnte die Heizung eigentlich wieder angehen. Das hast du bei uns eben nicht so. Ein geiles Auto. Ich meine, es kostet zwar 123.000 Euro, nein, aber allein die 3,5 Tonnen. Ja, bleib du mal gerade noch draußen. Ich will erstmal Licht anmachen. Sag mal, sehe ich das richtig? Ihr habt einen neuen Fußboden? Wir haben einen neuen Fußboden. Wir haben einen neuen Fußboden. Guck mal, das ist wirklich jetzt Zielgruppe jüngere Leute. Das heißt, du musst jetzt keine 55 mehr sein, um dein Karthago zu kaufen, sondern du darfst auch 25 sein. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ein schöner Fußboden drin ist. Ja. Das ist krass. Ja. Das ist ja hier ein Paradigmenwechsel. Ja, also das heißt, ihr wollt bewusst, guck mal hier, das etwas dunklere Holz ist hier mit drin. Mit dem Weiß, ist das der gleiche Cremeton wie in den anderen oder ist das dieses helle Weiß? Genau, ja, das ist das etwas hellere Weiß, ganz genau. Du siehst also jetzt, hier wird sehr stark mit Kontrasten gearbeitet. Ja, wenn du jetzt hier reinkommst, du hast hier dieses Holz, ist also richtig eingefräst. Also da kannst du also fingernageltief reingreifen. Dann ist das schwarz unterlegt. So hast du halt hier, ich sag mal, dass sehr viel mit diesen Kontrasten halt gearbeitet wird. Du hast hier im Eingangsbereich hast du eine sehr schöne Dekorfolie drauf. Und das ist jetzt hier schon ein TV-Gerät, der ist extra für die TikTok-Generation, ja, quasi hochkant gebaut, für die Reels, die man heutzutage so macht. Nee, Spaß beiseite, den kannst du natürlich ausklappen hier dementsprechend und mit einem Handgriff hast du den gedreht. 32 Zoll und das auf der Fläche, das ist wirklich stark und das kann man auch gut bedienen, oder? Das hast du ja gesehen, jetzt hier, das kannst du sehr gut bedienen. Und dementsprechend, zack, ist der auch wieder weggeklappt und dann ist die ganze Nummer durch. Das ist wirklich super gemacht. So, komm, ich setze mich mal hier hin und lass mal gerade mal wirken, dass man das Ganze sieht, was mir direkt mal auffällt. Wir haben ja viele schon gefilmt. Ich komme sofort zu dir runter, lieber Andreas. Ich will nur mal gerade, also Schiffsbodenoptik an der Wand, das finde ich schon mal sehr interessant. Das ist schon sehr gewagt für Karthago-Verhältnisse. Das heißt, das war auch tatsächlich so. Wir haben das Auto erstmalig in Slowenien gesehen. Und als ich hier reingegangen bin, habe ich gedacht, oh, jetzt geht Karthago ganz neue Wege. Ich finde, das ist auch der richtige Schritt hier. Ich finde das Auto mega klasse vom Design. Das ist jetzt die Ausstattungsvariante Superieur, in der wir drin sind. Unterscheidet sich halt zum einen im Holzmöbeldekor. Und unter anderem haben wir ganz andere Schränke halt drin. Wir gehen gleich nochmal vielleicht direkt im gleichen Schnitt. Gehen wir mal in das normale Fahrzeug rein. Hier hast du jetzt keine Klappen mehr drauf, Griffe mehr drauf, Entschuldigung, für die Klappe zu öffnen, sondern die befinden sich hier drin. Da sind so Taster und damit kannst du die Schränke halt dementsprechend öffnen. Und bei dem anderen Modell, welches dann die Stilwelt Casablanca drin hat, da sind die Klappen noch ganz normal vorne drauf. Und die Vertikalwelle, die Karthago ja fast in jedem Fahrzeug drin hat, die ist hier eigentlich weg. Damit ist auch hier dieser Kaffeeauszugsautomat, der ist dann auch dementsprechend weg. Trotzdem Hubbett bei 3,5 Tonnen. Genau, das Auto gibt es auch mit der Option Endfall Hubbett. Und dann hast du hier echt einen Miniliner, absolut erster Güte. Das muss man echt mal so sagen. Das ist ein mega Auto. So, cool. Fahr mal bitte die Sitze runter, Jan. Mal sehen, wie intuitiv man sowas bedienen kann. Ich würde sagen, wir lassen die arme Jan jetzt mal nicht ins Messer laufen, Jan. Ich zeige dir das. Schade, ist doch früh morgens. Die Nacht war lang gestern. Es sind nur 27 Karthagos am Stand. Und von daher, ich mache dir jetzt einen vor und die anderen 26 machst du selber. Oh nein. Also, du brauchst einfach nur diesen Hebel nach hinten zu klappen, zack, und dann fällt der Sitz schon nach vorne. Ah, das reicht. Das reicht, ja, genau. Und das Gleiche machen wir mit dem Beifahrersitz. Warte, aber lass mich mal raus gerade. Ja. Genau. Ich liebe es, am Donnerstag zu drehen, bevor die Messe überhaupt beginnt. Ja. Denn dann ist nämlich die Klimaanlage in der Halle aus. Ja, das ist besonders klasse. Weil die Tore nämlich offen stehen, da macht es keinen Sinn, die Klimaanlage zu machen. Es ist so schön schwül jetzt gerade noch draußen. Und wie du sagst, die ganzen Messebau, die fahren mit dem Stapler rein und raus. Da können die ja schlecht die Türen zumachen, Klimaanlage an. Sehr schön. Also, das Hubbett ist gewohnt in gleicher Größe. Und
ich sag mal, du kannst ja, der hat jetzt wahrscheinlich schon Lithium drin, oder? Wegen dem Gewicht. Nee, das kann man noch sparen. Ja, genau, das ist der Punkt. In diesem Leichtbaupaket für 1.490 € ist nämlich genau eine Lithiumbatterie drin. Das ist also dann eigentlich ein Mega-Schnapper, muss man mal fairerweise dazu sagen. Und du sparst dann gleich halt schon irgendwie nur wegen dem Wegfall der Batterie knapp 12 Kilogramm. Allerdings verringern sich auch noch ein paar andere Dinge. Klar, wenn du Gewicht sparen möchtest, fallen ein paar andere Sachen halt einfach dann weg. Unter anderem wird auch der Kraftstofftank kleiner, nämlich von 90 bzw. 92 Liter auf 62 Liter. Und somit spart man dann am Ende des Tages auch Gewicht. Ja? Deswegen, ich sag mal, dieses. Also mein Daily hat im Moment 70 Liter Tank. Ja. Und ich komme damit 500 Kilometer weit. Also ja, also ich sag mal, die Autos heute, die brauchen ja nichts mehr. Die fährst du ja immer, ich sag mal, im Regelfall unter 10 Liter. Ja, 8 bis 10 Liter fährst du die mit. Mit den 60 Liter kommst du schon richtig gut zurecht. Allerdings ist das natürlich schon, ich sag mal, da muss man schon sich im Klaren sein, dass man 30 Liter weniger Kraftstoffinhalt hat. Ne? Ja, ihr müsst den Aufkleber noch ändern. Ich habe Hubert falsch geschrieben. Echt? Wo steht das? Ja. Ach, mit P. Ja. Ja, ist logisch. Ja. So, mach mal hoch bitte. Der dauert ein bisschen, John. Der dauert ein bisschen. So, dann. Sehr schön. Also, das heißt, graue Farben, grauer Stoff, ein bisschen schicker. Trotzdem wollt ihr ja langlebige Fahrzeuge bauen, an denen man lange Freude hat. Deswegen auch nicht die dunkle Höhle, die dunkle Designhöhle, sondern schöne, helle Farben gemischt mit dunklen Akzenten. Dein erster Eindruck? Sehr schick. Sehr schick. Und modern, ja. Ja, das bitte mal durchgehen, John. Sei mal so lieb. Wer geht durch? Ich oder Can? Ja. Ich bin schon durch. Ja, das war klar. Ich sag bitte, Can geh durch. Wer geht zuerst durch? Andreas. Ja, wenn du schon gerade da bist, mach mal bitte den Kühlschrank auf. Denn das ist auch was Besonderes. Das ist jetzt ein integrierter Kühlschrank, der sich von beiden Seiten öffnen lässt. Auch was ganz Neues. Nämlich nicht mit getrenntem Fach. Und was du gerade eben noch gesehen hast, ist diese Verstellung des Tisches. Der hat nämlich unten einen einzigen Knopf. Wenn du da mal kurz mit dem Fuß drauf trittst, Can. Ja, einfach mal auf dem Fuß, mit dem Fuß auf den Knopf treten. Und jetzt kannst du ihn bewegen. Kannst ihn um 360 Grad sogar drehen. Und alles nur mit einem Knopfdruck. Und du kennst es ja bei uns im Auto, wo wir jetzt gerade drin sind. Musst du Hebel machen, Tisch auseinanderklappen, machen, tun. Und jetzt hast du eine Durchgangsbreite, dass du wirklich super durch kannst. Das ist für Schuhe. Genau, hast du nochmal ein Schuhfach hast du da drin. Da kannst du, ich sag mal, so drei Schuhpaare passen da locker rein. Ja, und dann, klar, jeder Carthago, ne, Klimaspeicher Doppelboden, hier über diese Bilgeklappe erreichbar. Und die Sitzbank, wo die Can drauf sitzt, die kannst du auch nochmal hochklappen. Ist jetzt nicht so ein Riesendurchgang dahin. Da kommst du dann auch nochmal an den Doppelboden ran und kannst da Sachen rausnehmen. Erweitert natürlich die Zielgruppe enorm. Das heißt, der Opa kann es jetzt kaufen und der Sohn, wenn er es sich mal ausleihen will, der vielleicht einen Führerschein hat, ist ja bei der Can so, der kann es auch fahren. Ja, ganz genau. Der Opa kauft und die Kinder fahren es. Super. Neues Geschäftsmodell. Ich bin ja schon Opa. Du ja auch. Ja, ich bin auch schon Opa, aber so ist es bei uns auch. Also unser Sohn ist im Moment permanent mit meinem Malibu unterwegs, weil der nur 3,5 Tonnen hat. Ich glaube, beim nächsten Mal hat er wieder 4,5 Tonnen. Genau, so. Auflassen. Da kann nichts passieren. Dann ist Ruhe. Dann darf ich den auch wieder benutzen. Ganz genau. Ne? Also hier Schubladen, das ist nach wie vor noch mit Holz gebaut. Und aber alles schöne Leichtbau, aber ich seh auch mit Metall. Ja. Ihr habt da nicht gespart. Also das sind Metalleinzüge, Alu oder was ist es? Ja. Ja, ganz genau. Also gespart hat man wirklich dann an ganz anderen Dingen halt. Nämlich genau da, wo ich halt Dinge, ich sag mal, nicht belaste. Ach, hier ja, auch, komm, genauso. Komm mal. Der Lift ist auch mit drin. Geh mal bitte gerade mit deiner Kamera an mir vorbei. Mach ich. So, dann siehst du, schau mal, das ist jetzt kein Schweizer Käse hier, sondern du siehst, das ist ja einfach nur eine Wand, die jetzt hier quasi für die Kleiderstange zu halten ist. Und hier hat man jetzt ganz viele, ich sag mal, Unterfräsungen reingemacht, beziehungsweise schon durchgefräst. Und hier spart man an so einem Brett dann ruckizucki 3-4 Kilo. Und das zieht man bei dem Auto überall komplett. Da läuft die Fräse aber Tag und Nacht. Konsequent durch. Jetzt hier ist es ein Schrank, wo man es sehen kann. Das gibt es an anderen Dingen auch, wo man es nicht sieht. Aber so sparen wir unglaublich viel Gewicht bei diesem Fahrzeug. Ohne, dass man die Teile wirklich braucht, weil konstruktiv ist das ja kein Thema. So, dann bitte mal anheben. Dann kann man also, hier das Polster mal anheben. Darf ich da die Seite an, weil da ist immer festgekettet darunter. Da sieht man nämlich genau das Gleiche. Da sind überall Ausfräsungen mit drin, um Gewicht zu sparen. Ganz genau, korrekt. Das ist also der Leichtbaugedanke, wird hier konsequent durchgelebt. Da hinten siehst du das Heizungsrohr entlanglaufen. Die Löcher, die da drin sind, sind ganz bewusst da drin, damit eben die warme Luft da dementsprechend ausströmen kann. Und auch kennt man von Industriehallen. Da sind auch solche Schläuche, genau. Da sind die offen. Ja. So.
Also ein echter Karthago, nichts anders. Nichts anders, ganz genau. Du hast hinten im Schlafzimmer, ich weiß nicht, wer dich reinlegt, ich oder John, völlig egal. John, geh mal hoch. John, du bist heute das Opfer. Ich bin immer das Opfer. Schieß du Opfer. Wir sind bei 19 Minuten übrigens. Ja. Wir werden fertig. Wir werden fertig, ganz genau. Du hast, wenn du da mal drunter guckst, hast du USB-Dosen drunter. Du hast dann nochmal eine Leselampe, die du ein- und ausschalten kannst. Und du warst ja schon an den Schränken halt dran, dementsprechend vernünftig. Ein bisschen runterklappen, den Griff ein bisschen runter und jetzt hochziehen. Genau. Die haben eine vernünftige Tiefe halt dementsprechend drin, wo du T-Shirts und Unterhosen oder was auch immer reinlegen kannst, vernünftig. Das ist schon alles perfekt gemacht. Also zwei Längsbetten, das war auch wichtig. Länge hier vom Auto? Bei 7 Meter, also der geht bei 7 Meter los und der längste ist dann 7,12 Meter lang, ist dann logischerweise auf einem Mercedes-Benz, weil der vorne mal so ein bisschen mehr Nase, auch 3,5 Tonnen. Nase hat. Der Mercedes-Benz 4,2 Tonnen als integrierter, den kriegst du mit 3,5 Tonnen, nicht mehr mit einer Zuladung hin für 4 Personen. Siehst du aber von außen nicht, oder? Nee, das siehst du nicht. Das ist also optisch ist das gleiche Auto. Ne? Du hast hier in der Dusche, ich finde die Dusche ist auch sehr geräumig für das Fahrzeug. Ja, du kannst dich also hier vernünftig duschen, auch über Kopf dementsprechend und kannst hier diese Duschwand halt dementsprechend rausziehen. Eine feste Duschwand? Eine feste Duschwand, ganz genau. Und hast, ach hier ist noch die Sicherung drin, und du hast halt hier die Möglichkeit, dann wirklich gescheit zu duschen in dem Fahrzeug. Ja? Hier oben siehst du nochmal eine Zusatzschiene. Da gibt es nochmal eine optional erhältliche Raumteilertüre, die also den Raum komplett separiert. Das ist das Badezimmer vom Schlafzimmer dementsprechend. Das ist aber eine Option. Die hat man zum Beispiel für Gewichtsgründe weggelassen, weil nicht jeder Kunde braucht die. Ich bräuchte die persönlich auch nicht. Aber du kannst nach wie vor noch hier über diese Raumteilertüre dementsprechend abschließen. Und somit hast du hier dein Raumbad. So, und das heißt, jetzt könnte man... Weil Gian immer sagt, guck mal weg, Papa, ich komme gerade aus der Dusche, was irgendwas holt. Nein, wir haben ja zwei Türen, das heißt, da können die Leute getrennt duschen, gerade wenn größere Kinder mitkommen, die wollen natürlich nicht, dass Papa alles sieht. Und ja, ab 14 geht's los. Ja. So war's bei meinen Kids, ab 14 geht's los, wollen nicht mehr gucken. Gut, nee, bei uns war ja viel früher, also ich kann sagen, ich habe einmal der Sophie die Haare geschnitten, da war Polen offen, das war in der Grundschule. Okay. Ja, weiß noch. Er hat ihr die Haare auf der einen Seite lang und auf der anderen Seite kurz geschnitten. Also wenn dein Vater mir die Haare schneiden würde, da wäre bei mir auch Polen offen. Das sage ich mal ganz ehrlich. Meine Frau kommt aus Polen. Also nicht, dass... Du hast gesagt Polen offen. Ja, aber das habe ich nicht so gemeint. Weißt du, wie es ist. Alte Sachen. Ich lege das langsam ab. Hier, das Klo ist der Hammer. Hast du richtig Beinfreiheit? Ja, ach so. Bei dem Klo gibt es auch noch eine Neuerung. Ganz genau. Weil sonst hatten wir ja immer... Die Toiletten, ich sag mal, die standen so auf so einem Podest drauf, sprich eigentlich auf dem Radkasten. Ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das Klo ist jetzt vor den Radkasten gewandert, aufgrund dieser neuen Raumaufteilung. Und somit habe ich jetzt eine vernünftige Sitzhöhe, wo auch kleinere Personen dann nicht mit den Füßen dann so in der Luft rumbammeln, sondern ich kann hier vernünftig sitzen und kann ein Bild am Sonntag lesen. Soll man ja nicht als Mann. Man soll nicht lange auf der Toilette sein, wegen den Schließmuskeln. Das ist... Hat mir der Arzt gesagt. Also je schneller, desto besser. Gut, da haben wir das auch geklärt. Ne? So, was hast du hier? Ja, hier hast du ein Waschbecken für gewöhnlich, ganz genau. Auch hier mit einer Einhand-Mischbatterie dementsprechend. Fühlt sich auch von der Haptik schön sauber an. Eine schöne Ausleuchtung. Ich meine, das ist sowieso ein Karthago-Merkmal, dass wir extrem viel Licht in unseren Fahrzeugen haben. Ist natürlich alles LED-Beleuchtung. Und das hat so eine Tiefe, dass da halt dementsprechend auch ein bisschen Schminkzeug, Rasierapparat und so ein... Ja, das Ganze mit 4 Schränken, guck mal. Alles da rein. Du hast wirklich 4 Stück an... Ganz an genau, hier ist nochmal einer. Na, komm her. Ja, steh ruhig auf. Kannst du gerne. Ich erlaub's dir. Hier ist nochmal einer. Der hat eine richtig schöne Tiefe halt. Und hier nochmal so ein ganz kleiner einer. Da kannst du Lippenstift reinlegen, Kajalstift und wieder Zeugs, alles so heiß. Nicht, dass nachher einer denkt, ich schmink mich, weil ich das so auskenne. Ne? Aber ich hab, also nochmal, ich fass mal zusammen. Wir haben einen 3,5-Tonner. Wir haben 2 große Kleiderschränke mit Liftsystem. Bitte mal anheben. Da kommst du nämlich super dran. So dass du diese riesen Kleiderschränke auch bedienen kannst. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Weil da legen gerade viele Wert drauf, bei so einem 3,5-Tonnen-Fahrzeug, dass man trotzdem Kleiderschränke hat. Das hat man hier realisiert. Dann hast du eine ordentliche Dusche. Wasservorrat 100 Liter? Was haben wir? Nee, 150 Liter. Das muss gerade 150 Liter. 150 so, Liter. Ja. Okay, also wahrscheinlich mit Fahrstellung, dass ich das machen kann. Und ja, eine Besonderheit sind diese riesen Schränke. Mach mal bitte einen auf. Ja, dass der wir das hat jetzt sehen. Hier noch die Kaffeemaschine drin. Machen wir den zweiten auch mal noch mit auf. Ja, das sind also wirklich echt riesengroße Schränke mit einer vernünftigen Unterteilung drin. Dementsprechend, das ist schon echt ein schickes Auto.
Andreas wird ein Hit. Gerade in der Schweiz, die Schweizer, ich bin mir ganz sicher, dass das nicht die Schweizer kaufen die ja wie bescheuert, weil die 3,5 Tonner da ja riesen Vorteile haben. Ja. Österreicher auch, weil da kannst du die mit dem normalen Pickel fahren. Das ist der Vorteil. Du brauchst keine Maut. Ja. Extra keine Mautbox zu installieren. Und ich glaube, das wird ein Mega-Ding. Ist zwar nicht der billigste im Markt, aber man muss es erklären: Klimaspeicher, Doppelboden, die Karthago-Verarbeitungsqualität, das neue Werk. Ist so, dass die auf den Müh genau bauen. Die haben dort Frässysteme, du hast mir das erzählt. Das sind hochautomatisierte Robotersysteme, die Möbel herstellen. Da passt alles. Das kann man als normaler Mensch, kann man so ein Auto nicht bauen, oder? Ja, das ist so. Jetzt muss man wohl fairerweise dazu sagen, das neue Werk, was wir gerade gebaut haben, das ist ein Werk, wo nur der Kastenwagen gebaut wird. Das entlastet natürlich dann das, ich sage Anführungszeichen, alte Werk, das ist auch nicht alt, in Odranci, wo jetzt dann ausschließlich nur noch das Malibu Reisemobil gebaut wird und natürlich die kleineren Karthago-Fahrzeuge, so wie dieses Fahrzeug hier. Und das neue Werk, das gleicht schon fast einem Klinikum. Also ich habe schon Werksbesichtigungen gemacht bei Aston Martin und Ferrari, um jetzt mal ganz hohe Luxusfahrzeuge zu nennen. Das ist echt auf dem Level unterwegs. Das ist unglaublich, wenn du da reinguckst in dieses Werk. Das habe ich noch nicht gesehen. Traust du dich mal, gerade das Hubbett mal runterzumachen und dann die Gardinen gerade noch mal richtig rein? Weil, nur die Gardinen mal richtig rein. Darum ging's. Weil viele dann sagen werden, oh, die hängen da aber. Nee, das Schlimme ist, wir haben die musst du einfach nur drauflegen. Genau, ja. Weil wir die Schränke zugemacht haben, dann Die da drin. Ja. Nee, das waren jetzt nur für die Optik. Weißt ja, wie die Leute, die kommentieren dann gleich alles und sagen, das hast du aber nicht schön gemacht, Andreas. Die Schuhe übrigens sind reine Hallenschuhe. Damit darf man sich sogar aufs Bett. Andreas war ja heute nicht am Bett. Würdest du dich trauen, an dieser Klappe mal zu rütteln, sodass das Auto wackelt? Oder ist das, das nicht möglich? Machen. Also er hat nach wie vor noch logischerweise die gleichen Scharniere. Da ist also nichts geändert worden. Und wenn man schon alleine sieht, mit wie viel Schraubenmaterial das befestigt, und da kannst du ruhig mal dran rumrappeln. Das Auto wackelt komplett und du machst zu, das Klangbild bleibt, die Spaltmaße stimmen noch alle. Das ist also schon, Karthago Möbelbau ist ganz weit vorne. Ja, warum klappern die nicht? Hier ist ein Schaumstoff unterlegt unter den Möbeln, sodass die nicht reiben können während der Fahrt. Und du kennst das Quietschen, ist immer nur dann, wenn Holz auf Holz oder Holz auf Metall oder so irgendwas, das ist hier nicht der Fall. Komm, wir gehen raus, denn Karthago hat ja im Moment den Mercedes noch unter Beschlag. Ja. Und der Mercedes, ich zeig's mal gerade, der heißt C-Tour 145 RBLE Superieur auf Fiat Ducato. Und hier komme ich dann tatsächlich auf 3,5 Tonnen. Optional kriege ich ihn natürlich auch mit 4,5 Tonnen und dann habe ich 1,4 Tonnen Zuladung. Stimmt das? Ja, kann sein. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ehrlich gesagt gerade. Also es steht hier 3085 Kilo. Genau, das ist, was ich eben gesagt habe. Und du hast jetzt hier das Auto im Regelfall mit 3,5 Tonnen. Du kannst den auflasten bis 4,5 Tonnen. Wenn das war, was du eben gesagt hast, hast du hier knapp 1400 Kilo Zuladung. Jetzt ist hier noch nicht alles drin, was die Welt so braucht. Das Auto hat einen Grundpreis von 123. Nur zur Information, der Superieur ist um und bei 3000 Euro teurer wie das Grundmodell. Immer das vergleichbare Grundmodell. Das finde ich auch sehr moderat an der Stelle. Und dieses ausgestellte Fahrzeug, wo wir jetzt hier sind, ist bei 142. Gut. Ja, und da ist ja schon einiges drin hier. Also da fehlt ja nicht mehr so viel. Ne? Ja, brutto. Viele Unternehmer kaufen sich das ja als fahrendes Büro. Ja. Wird immer moderner. Und da kann man es als Geschäftsfahrzeug, Fahrtenbuch rein, Wimca oder sowas. Nee, ist wirklich so ja, der Fall. Ja. So, ja, absolut. Ja. Sehr schön. Andreas Marein, du bist aus Aldenhofen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Für dich ist die Messe ein abends Heimfahrerprogramm. Ja, das ist für mich eine Heimmesse quasi. Ich bin auch heute Morgen gekommen. Ich habe 30 Minuten bis hierher. Wir liegen ja direkt hier an der A44 Autobahn, Abfahrt Aldenhofen, an der B56. Und ich sag mal, wir haben jetzt Anfang der Woche das Auto auch schon bei uns live auf dem Hof stehen. Ich habe auch einige im Vorlauf davon. Selbst ich habe einen für mich selbst bestellt. Man kann sich bei uns auf der Webseite umschauen unter www.karthago-center.de oder man besucht ganz einfach unseren YouTube-Kanal unter Womoscout oder halt klar bei Facebook unter Marein Caravaning. Ja, das ist übrigens der. Das ist der Christian, genau. Hallo Christian, grüß dich. Warum bist du am Film? Ich mache die zweite Kamera. Denn du wirst nämlich ein Essay unseres Videos noch auf deinen eigenen Kanal stellen. Da sind mehr Bilder drauf. Da kann man sehen, wie wir arbeiten. Da hast du gesagt, viele Leute wollen uns mal einen Blick hinter die Kamera sehen, oder? Ja, also wir haben das ja letztes Jahr schon mal gemacht, aber so sporadisch halt nur. Und die Kommentare, die waren dann relativ eindeutig, ne, dass man auch mal sieht, Sven Herzog bei der Arbeit. Weil bin ich so hübsch? Ja, du bist ja schon so ein kleiner YouTube-Star, sage ich jetzt mal. Und meistens stehst du aber hinter der Kamera. Du versteckst dich ja dahinter. Kleiner, hat er gesagt. Kleiner. Du bist wer? Das ist der Thorsten, der ist mit bei mir. Ja, den kenne ich doch. Ja, den kennst du doch, genau. Aber ich habe dich nicht erkannt, weil du keinen Anzug an hast.
Oder ist das der neue Style jetzt auf der Messe? Das ist jetzt noch der neue Freelook. Der Freelook. Bevor wir nachher ins Rote tauchen. Ja, ist nämlich Aufbautag, aber ich finde das geil. Rooted to the Soul. Ja. Das ist so krass. Du hast Werbung für einen Schuhhersteller an. Auch. Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ab morgen geht's ja los. Dann ist die Klimaanlage auch an hier in der Halle, oder? Wunderbar, Sven. Ja. Danke, bis dann. Tschüss, Andreas. Tschüss, Sven. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss, Jan. Schönes Auto? Ja, sehr schön. Jetzt brauchst du nur noch 140 Kilo. Genau. Ciao.